Hey Friends, was geht ab? Dima ist am Start heute um 7.57 Uhr. Ja, das ist, es ist gerade mega früh. Ich bin gerade aufgestanden, Leute. Wir machen uns gleich auf den Weg, machen einen Corona-Test, denn heute stehen sehr, sehr geile Dinge auf dem Tagesplan. Wir werden gleich aufs Trainingsgelände von der deutschen Nationalelf gehen. Wir werden ihn beim Training zusehen. Leute, wir haben hier Vorratslieferungen wieder, endlich an Klamotten. Ihr müsst ja wissen, wir machen hier jeden Tag hier Sport. Natürlich gibt es auch noch heute eine andere Challenge, und zwar werden wir zusammen skaten gehen. Guten Morgen, Leute. Wie geht's euch in diesem schönen, bescheidenen Tag? Genau, Mädels, macht euch einfach nochmal hübsch. Ihr habt nämlich die Chance, dann gesehen zu werden, Spielerfrau zu werden. Wow! Oh mein Gott, mein Traumberuf! Beruf, alles klar. Aber was auch noch sehr sick ist, wir werden später alle zusammen auf dem Skateplatz stehen. Ne? Okay, dann nicht, alles klar. Alter. Ich bin ehrlich, keine Ahnung, wer das ist. Nein. Mauri, hast du Lust auf eine kleine Challenge? Ja. Wer öfter jonglieren kann? Okay. 10, 11, 12, 13. Oh, fuck. 13? Alright, stabile Sache. Also nicht unmöglich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nein! Leute, wir sind hier gerade am Frühstücken, beziehungsweise jetzt schon alle fertig. Und wir haben herausgefunden, dass wenn jemand eine Sonnenbrille trägt, er automatisch aussieht, als würde die Person denken, sie wäre die wichtigste auf dieser ganzen Welt. Oha, abgehoben. Du siehst nicht abgehoben aus, sondern so einfach nur so, du bringst deinen Sohn jetzt gleich zum Training. Aber, und der spielt richtig gute Mannschaft. Aber so. Guck, wenn ich das jetzt so hochschiebe, dann bist du auch fast wie so eine Skibrille oder so, wisst ihr? Wir sind jetzt beim Training, Leute. So, Leute, wir machen Voice Crack. Wir machen uns jetzt auf den Weg auf jeden Fall in das Adi-Dassler-Stadion. Dankeschön. Adi-Dassler-Stadion. Alter, Leute, was ist los heute? Auf jeden Fall ist es genau in die Richtung da hinten. Lisa, was sagen Sie, dass Sie gleich die deutsche Nationalelf sehen werden? Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ja. Oh, okay. Nein, Spaß. So, Leute, wir sitzen jetzt hier auf der Tribüne und es ist übertrieben warm. Ich glaube, es sind 30 Grad oder so und die Sonne schallert komplett. Da sind schon die ältesten Boys. Thomas Müller, Manuel Neuer, Kevin Trapp, Jogi Löw am Start, das ganze Team, Leute. Jetzt geht's los. Schon krass, Alter. So, normalerweise siehst du die Boys halt immer im Fernsehen. Und jetzt sind die einfach so vor einem. Schon crazy. Vor allem, was ich nicht gedacht hätte, also ein Fußballfeld sieht im Fernsehen so viel größer aus, als es wirklich ist. Ich komme auch nicht drauf klar, dass die Boys einfach neben uns wohnen. Wir sind jetzt fertig hier, Leute. Die Jungs trainieren jetzt weiterhin für das Spiel morgen gegen Portugal. So, jetzt haben alle ihre Skateboards. Sehr, sehr sick. Scary. Ich hab immer so Angst, dass das Board so wegfliegt. Das passiert nicht, wenn du dein Vorderbein anspannst. Frag mir natürlich auch mal die anderen, was hier bei denen abgeht. Mauri, hast du selber irgendeinen Goal für heute, was du sagst, so, das möchte ich auf dem Skateboard schaffen? Ich roll ein Stück die Rampe da hoch und wieder zurück. Weißt du, was ich mir gesagt habe? Ich möchte das Ding da runter droppen. Wir packen das beide, oder? Broski, er lässt mich hängen, Alter. Ach du Scheiße. Alle Leute sehen. Niemand bleibt am Ball wie Mbappé. Und ich weiß genauso. Meine Kugellage hat sich verabschiedet. Sieht nicht gut aus. Solange die Kugeln drin sind. Alle Leute sehen. Mein Ass tut so weh, Leute. Krank. Ich weiß genau, so wird es gehen. Ich hab's geschafft! Jawohl, jetzt die Klampe! Aber okay, hinten der Abschluss war nicht so gut. Aber wir sind drauf gekommen und haben uns halten können, Leute. Leute, was ich aber auf jeden Fall noch machen will, ist von da oben droppen. Und dafür ziehe ich mich jetzt erstmal hier ein bisschen an. Perfekt, ist es genau das gleiche wie an der Quarte. Ich mache immer mit drei Stufen. Das ist der erste Step, zweiter Step und dritter Step ist meine Schulter mit rein. So, sagst du es, Lisa, sag's nochmal bitte für die Kamera. Sieht so einfach aus bei denen, kein Witz. Ist so, Skater lassen das Schwerste auf dieser Welt so leicht aussehen. Ist krass, wenn man selber erstmal auf dem Skateboard steht, merkt man, was das bedeutet. Nice. Beginner shit, ja. Ja, of course. Ich hab die ganze Zeit Sonnenbrand im Auge, Mann. Sonnencreme. Mein Kugellager hat sich verabschiedet. Sprich, ich kann das jetzt nicht mehr mit dem Board hier fahren, ohne dass es ungefährlich bleibt. Deswegen habe ich mir jetzt von Patrick, oder Patrick hat mir sein Board gegeben. Vielen Dank. Und damit try ich jetzt da oben von dem Ding zu droppen.
Katie ist jetzt schon mal oben. Ich gehe gleich nach. Sie wird das gleich vorzeigen, wie man da ordentlich runterdroppt. Und dann gebe ich mein Bestes. Und einfach voll committed. Ja, gut. Das sieht echt einfach aus. Also hier oben, von hier oben ist die Perspektive auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders. Hat man auf jeden Fall Respekt vor der Höhe. Aber alles ist gut, alles gut. Ich habe mich nicht verletzt. Da geht es erstmal lange geradeaus in der Schräge und dann wird man richtig schnell. Und dann kommt noch dieser kleine enge Knick unten, wo es dann in das Flache geht. Und in dem Moment hat er sich halt einfach nicht weit genug vorgelehnt, ist nicht in den Knien genug geblieben und deswegen ist er so nach hinten gewipe-outet. Ah, okay. Ja, dann nochmal, zack. Alles gut, keine Sorge. War schon besser. Ja, der hat echt gezogen, Alter. Hier hinten im S, Alter. Ich habe die ganze Zeit Sonnencreme in der Fresse, Leute. Also es ist schon sehr heiß heute. Ich glaube, es sind über 30 Grad. Hey, big respect an ihn. Er hat es versucht. Eine Phase geschafft. Ja, ich habe jetzt leider irgendwie Schmerzen in der Leiste. Hier unten. Also ich krieg mein Bein nicht so gut hoch. Also ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Turns so in diesem Ding da hinbekommen. So. Keine Ahnung. Aber, hey, aber Respekt. Super cool. Alright, guys, ich hab's versucht. Leider hat's nicht geklappt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Habe jetzt ein paar Schmerzen in der Leiste, aber nächstes Mal schaffe ich das auf jeden Fall. Hey! Danke, Leute, danke. Yo. Was sagst du? Wie fandest du den Tag? Wie fandest du Skaten? Ich fand's sehr geil. Ich bin echt unsicher auf dem Board gewesen am Anfang, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie man fahren kann. Ich meine, impossible nothing. Ich dachte natürlich, ich kann gar nichts, aber man kann etwas fahren, ja? Das ist auf schon mal ein Anfang, aber wenigstens etwas. Sick. Mädels, wie war's für euch? Ziemlich cool, aber super anstrengend. Ich fand's super schwierig. Also Skaten ist echt ein schwieriger Sport, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall ist schwerer, als es aussieht. Aber es macht super viel Spaß. Ja, das stimmt, das stimmt. Und Mauli, wie war's für dich, Bro? Sau anstrengend, wie man sehen kann. Hast du nie gemacht. Aber mit Patrick und Katie waren ja zwei da, die uns einiges zeigen konnten. Und da habe ich den Kickturn gelernt. Kickturn und Fakey Kickturn, also beim Rückwärtsfahren Kickturn. Sehr nice. Alright, Friends, jetzt sind wir wieder zurück beim Camper. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war richtig cool, die deutsche Nationalmannschaft kurz beim Training zu beobachten. War auch richtig geil, mal mit den ganzen Leuten hier im Camp skaten zu sein. Also ich habe mich schon die ganze Zeit auf dieses Event gefreut. So, leider habe ich den Drop nicht geschafft. Ich bin mir da auch noch nicht sicher, so wegen meiner Leiste, ob das jetzt alles gut ist. Einfach, ich werde das jetzt kühlen. Hittet gerne den Like-Button, subscribed, aktiviert die Glocke, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch mehr Vlogs in diesem Style haben wollt, dass ich die Kamera quasi jetzt so halte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Alle Leute sehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Und ich weiß genau, so wird es gehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Mbappé.